Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute ganz kurz. Ich bin gefragt worden, wie man die Optik reinigt. Zielfernrohre oder Ferngläser oder solche Dinge, ein Spektiv oder auch mein Entfernungsmesser. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Punkt Nummer 1, niemals in einem dreckigen Objektiv herumwischen. Punkt Nummer 2, niemals auf der Range etwas sauber machen. Das geht immer schief. So dreckig kann ein Zielfernrohr gar nicht sein, dass man da nicht mehr durchgucken kann. Vielleicht wird es mal nicht mal ganz so schick aussehen, aber ich würde das nicht draußen auf der Range machen. Das geht kaputt, wenn man Pech hat. Also die Beschichtung oder das Glas wird zerkratzt und das geht ganz schnell. Was braucht man alles? Das allerwichtigste Werkzeug ist das hier. Rocket, also ein Blasebike. Ich habe da mal zwei Stück von, einen zu Hause und einen habe ich immer eingepackt, damit ich den auch nicht vergesse. Der quietscht schön. Also Blasebalg. Das Weitere, was ich brauche, ist ein kleiner Pinsel. Ja, weil nicht alles mit dem Blasebalg abgeht. Das heißt, ja, ich halte mal hier oben in die Kamera so ein kleiner Pinsel und das hier ist der Blasebalg. Die beiden Sachen brauche ich. Ich brauche so ein Lappen, ich zeige mal nicht, woher der ist. Ich nehme mal gerne sehr große. Und ich brauche, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ein bisschen Isopropanol. Und dieses Isopropanol, ja, also Alkohol, das muss natürlich die Vergütung abkönnen. Also meine Objektive, meine ganzen optischen Geräte können das ab. Das wäre sonst komisch. Was noch ganz gut wäre, wäre eine Lupe. Und ja, ich glaube, das war's. Was man auf gar keinen Fall nehmen darf, ist Druckluft. Druckluft, da ist ja keine Druckluft drin und ich müsste dann gesäuberte Druckluft haben. Das heißt, eine, die entfettet ist und so weiter und so weiter und so weiter. Habe ich nicht in den Büchsen, ist nur Schrott drin, brennbares Gas mit irgendwelchen Bestandteilen, weiß kein Mensch. Und nicht nehmen, nicht gut. Ich habe mal hier ein sehr wertvolles Zielfernrohr mitgebracht. Der eine oder andere kennt das aus einem anderen Video. Was mache ich? Wenn ich jetzt von der Range komme, ist hier ja normalerweise eine Kappe drauf, vorne und hinten. Die nehme ich erstmal ab, weil unter der Kappe kann Dreck sitzen. Also ich nehme die Kappe vorsichtig ab und dann kann ich hier außen abwischen und die Kappe kann ich dann säubern. Ja, die kann man zur Not auch abwaschen unter fließend Wasser. Ich habe ja zwei Glasflächen, die vorne und die hinten. Die vorne wird meistens vergütet sein. Und das Erste, was ich mache, ich gucke mir die Glasfläche mal an, ob da irgendwas mit ist. Falls ihr nichts sehen könnt, müsst ihr was Weißes unterlegen auf der Seite. Ja, dann kommt da sehr viel Licht rein. Dann könnt ihr sehr gut erkennen, was da läuft. Oha. Also zuallererst kräftig, ja, also nicht drauf pieken. Darf man nicht. Ich halte immer ein bisschen fest hier. Da gewöhnt man sich nachher dran. Ne? Und dann, ich zeige das mal in die andere Kamera. In alle Ecken. Und dann ist der gröbste Dreck, der locker war, ne? Der ist draußen. Was dann nicht rausgeht, mache ich mit einem Pinsel. Ne? Ich nehme den Pinsel und versuche immer so ein bisschen die Ecken erstmal sauber zu kriegen. Und zwischendurch wieder ein bisschen mit dem Blasebalg. Dann gucke ich mir das Ganze an. Na gut, wir tun mal so, als wenn es dreckig wäre. Und jetzt kommt meine kleine Sprühflasche zum Einsatz. Das ist wichtig, dass es eine Sprühflasche ist. Das geht am besten. Ich nehme ein anderes Tuch hier. Das kann ich dreckig machen. Und jetzt sprühe ich da nicht rein. Das ist nicht gut, weil es kann in Ritzen laufen und weiß der Fuchs was. Diese Dinger sind zwar dicht normalerweise, aber setzt sich irgendwo unter. Macht man nicht. Macht man immer hier drauf. Und dann gehe ich hier rein und die ersten Male lasse ich das Tuch sehr locker. Und jetzt nehme ich das einfach mal so ein bisschen raus, klack. Und am besten ich nehme ein anderes Stück Tuch dann. Und dann nochmal auf gar keinen Fall so drehen oder sowas. Das ist eine Garantie dafür, dass das Ding zerkratzt wird. Ja, nur vorsichtig raus. Ich meine, das Ding ist jetzt sauber. Zum Schluss mache ich dann nochmal so einmal drum. Und dann, wenn das sauber ist, ne, einmal trocken pusten,
Dann nehme ich nachher mein ganz sauberes, knüll das ein bisschen zusammen, so, und hauche das an. Ich hauche das immer an, also wenn ihr jetzt einen sehr feuchten Husten habt, hustet da nicht drauf. Und dann mache ich es nochmal sachte sauber. Also mache die oberste Schicht sauber. Dann gucke ich nochmal rein. Jo. Super. Also das Ding ist echt unbenutzt. Ja, das ist Optikreinigung. Hier hinten mache ich natürlich genau das Gleiche. Und dann bin ich fertig. Ja? Ich brauche nicht viele Dinge. Das, was hier liegt, diese Reihe, brauche ich. Damit kann ich jetzt schön die Optik reinigen. Das war's, ein ganz kleines Video heute. Ich bin gefragt worden, hier habe ich es gezeigt, wie ich es mache. Mache ich schon 30 Jahre so. Das war schon wieder. Daumen hoch, würde ich mich freuen. Ansonsten abonniert den Kanal und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.